Unser Forschungsbereich MAP am WBK beschäftigt sich mit Maschinen, Anlagen und Prozessautomatisierung. Das heißt, unser Spielfeld ist die Fabrikausrüstung. Unser Ziel ist es, Anlagen zu entwickeln, die eine hohe Flexibilität haben und mit denen wir in kürzester Zeit auch neue, innovative Produkte in den Markt bringen können. Die additive Fertigung ist heute noch sehr stark geprägt durch Einzelstück- und Prototypenfertigung. Wir wollen einen Beitrag leisten, dass wir diese Verfahren in die Großserie bringen können. Und dazu müssen wir aus dem klassischen Maschinenbau Dinge in die additive Fertigung übertragen, wie zum Beispiel Condition Monitoring, wie zum Beispiel automatisiertes Handhaben von Teilen, wie zum Beispiel Integration von Qualitätssicherung in die Anlagen. Im Leichtbau ist unser Fokus der hybride Leichtbau. Das heißt Mischbauweisen, metallisch und Faserverbund. Mit diesen Mischbauweisen können wir die Anforderungen komplexer Verkehrsträger wie Elektroautos am besten erfüllen. Die erfolgreiche Umstellung auf Elektromobilität wird massiv davon abhängen, ob wir in der Lage sind, in einer hochautomatisierten Fertigung zu günstigen Kosten diese Elektromotoren, Batterien und Brennstoffzellen herzustellen. Unser Ansatz ist es, dass wir genau gucken, welche Technologien aus der Automatisierungstechnik klassischer Verfahren können wir übernehmen. Wir müssen aber auch Prozesse neu erforschen, wie zum Beispiel das Wickeln der Elektromotoren, das Stapeln von Elektroden zu Batteriezellen. Ein wesentlicher Forschungsschwerpunkt in unserem Bereich Robotik ist die Greiftechnik. Diese muss flexibel sein und sie muss das Objekt erkennen können. Hierzu müssen wir uns mit Sensorintegration beschäftigen und wir müssen intelligente Mechanismen haben, um diese Greifer auch zu programmieren. Unser eigentlicher Traum ist die autonome Fabrik. Um dahin zu kommen, müssen wir viele, viele Daten verarbeiten, die wir aus Sensoren uns ermitteln, die wir auswerten mit intelligenten Methoden. Und das müssen wir vernünftig zusammenbringen mit den Algorithmen und Methoden der Informatiker, KI, Machine Learning. Wir arbeiten hier an echt tollen Themen. Und wir arbeiten an der Schnittstelle zur Industrie, eng mit der Industrie zusammen. Wir arbeiten mit Studenten, die wir in die Forschungsprojekte integrieren. Und all das macht einen Riesenspaß.